Ciao ragazze, ja, wie ihr seht, ich nehme von einer anderen Kamera auf. Übrigens, es ist ein schweizerdeutsches Video. Ganz viele von euch haben sich das ja gewünscht. Für die, die mich nur kennen, indem ich nur auf Deutsch reden tue, kommt es euch sicher sehr komisch über, jetzt, als ich auf Mundart rede. So, wieso ich jetzt von dieser Kamera, und zwar vom Laptop, aufnehme? Meine Cam, die spinnt total. Vom vorigen Video habt ihr sicher gesehen, wie es wackeln tut. Und es macht wieder so komische Geräusche. Die sind ein bisschen beängstigend. Es sind wieder so wie eine Kaffeemaschine. So, ich wollte euch ein paar Sachen zeigen, die ich gekauft habe. Und zwar, ich zeige euch zuerst mal zwei Sachen, die ich für mich gekauft habe. Ich meine, auch ich darf mal etwas haben, oder? Also, und zwar, zum einen habe ich mir so ein Necessaire gekauft, für den ich, wenn ich im Spital muss, um das Kind zu binden. Und ihr glaubt es mir nicht, ich habe erst letztens gedacht, ich habe alles an Kosmetik, was ich brauche. Für jede Situation habe ich irgendetwas, aber etwas, einfach ein Necessaire, hat mir gefällt. Also einfach ein simples Necessaire hat mir gefällt. Und dann habe ich mir Zepta gekauft. Das Mäschchen ist gestreift mit weiss-rosa, aber man sieht es leider nicht. Und hinten sieht es auch aus und dann machen wir das so auf. Ah, das wollte ich eigentlich auch noch zeigen. Und das wollte ich auch noch zeigen. Ich gehe noch schnell raus. Dann machen wir das so auf. Innen drin ist es schwarz. Den habe ich vom Claire's gekauft für 26, 27 Franken, glaube ich. So sieht es aus, es hat mir mega gefallen. Und dann habe ich, haben wir noch Schuhe gekauft. Und zwar für das Kleid, das ich dann am Standesamt dann anlegen werde. Die sehen so aus. Die wirken sehr unspektakulär, aber ich muss sagen, die machen ganz einen schönen Fuß. Ja gut, jetzt mit meinen Fingern sieht das wüst aus. Die machen wirklich ganz einen schönen Fuß und vor allem, die sind, ich mache es so, da sieht man es besser. Die sind eben nicht so hoch. Jetzt, als ich schwanger bin, wollte ich da nicht mit, was Gott was für Absätze dann laufen. Ich glaube, das würde gar nicht schön aussehen. Ja, ich denke, viele fragen sich, wieso das schwarze Schuhe sind. Und zwar für die, die mich auf Facebook folgen. Sie haben gesehen, dass ich mich für ein weißes Kleid entschieden habe. Also kein Hochzeitskleid oder so, wenn ich, für die, die es nicht wissen, sondern einfach so ein Sommerkleid. Jetzt ist es so, mein Babybauch ist ja noch mehr gewachsen. Und es ist zu kurz geworden. Und dann hat es ein anderes Kleid müssen sein. Und es ist so ein dunkelviolett und ja, darum sind es jetzt schwarze Schuhe. Ja, das kommt halt, wenn man nicht warten tut mit dem Kleid, sondern viel zu früh anfangen tut, ja. Dann fange ich an, ich habe noch zwei Geschenke gekauft, und zwar für zwei Kinder. Und das eine ist für die Tochter von meiner Schwagerin. Ich habe ihr so Sonnenbrille gekauft, und zwar von Hello Kitty. Ich zeige sie euch mal. Und da auf der Seite hat es so Sternchen. Kann man es, glaube ich, nicht so gut. Doch, man sieht es. So Sternchen. Und sie haben Hello Kitty wirklich mega gern. Und als ich die gesehen habe, die habe ich so herzig gefunden. Und für den Sohn vom einen Kollegen habe ich einen Nuki gekauft. Und den habe ich so genial gefunden. Es steht Pupsmaschine drauf. Übrigens, die Schuhe, die habe ich vom Dosenbach und die haben 29,90 gekostet. Brille weiss ich gar nicht mehr, ich glaube so 7-8 Franken oder so. Und Nuckis kostet keine 5 Stutz. Also die kann ich jetzt auch in der Cam sagen, weil die das Ganze bekommen, die wissen nicht einmal, dass ich überhaupt Videos machen tue. Also darum kann ich unbekümmert Preise und alles zeigen, also sie sehen es eh nicht. Dann, und für die Kleine, die Sonnenbrille bekommt, bekommt noch Nuki mit Little Diva über. Und Z Nuki habe ich auch für
unsere Kleine noch gekauft. Ich finde die Sprüche einfach genial. Es sind nicht die üblichen I love Mama, I love Papa oder Papa ist the best und so. Einfach mal etwas anderes. Zwar, die wären sicher ein bisschen zu gross für den Anfang. Aber irgendwann wird es dann schon nehmen können. Das sind Beruhigungssauger. Genau. Also jetzt zeige ich euch das, was ich für unsere Kleine gekauft habe. Und zwar, ich habe so... übrigens Nuckis und Brille habe ich vom Toys R... Nein, ja, vom Toys R Us, einfach bei der Babyabteilung. Und dann auch dort habe ich so ganz herzige Säckchen gekauft. Mit I Love Papa, so in rosa-rot. Das sind für 0 bis 6 Monate. Ich finde die so herzig. Und die haben, ey, ich hätte es nicht gedacht, 1,95 kostet. Die sind so günstig gewesen. Und ich habe gedacht, die wären sicher mega teuer. Weil ich habe einen teuren Geschmack. Wenn ich irgendetwas sehe, das mir mega gefallen tut, schaue ich auf den Preis und kann ich es gerade wieder lassen. Also, ich habe gerade mega Freude gehabt, dass die so günstig sogar noch gewesen sind. Dann war ich bei Tom Taylor und die haben auch Babysachen. Und ich finde, die meisten kaufen halt Babyartikel bei H&M, was gibt es noch, Zara und C&A und. Und Tom Taylor hat ja auch Babysachen. Und ich habe gerade ein paar Sachen gerade noch mitgenommen gekauft. Das eine ist so ein Oberteil. Da steht drauf Milk, Love and Nothing Else. Das... Ich habe die Preise schon weggenommen. Ich weiss gar nicht mehr, wie teuer sie waren. Zwar, ich glaube so 15.90 Franken hat es gekostet. 15.90 glaube ich. Und dann habe ich noch 3 Bodies gekauft. Es sind alle 3 die gleichen Bodies, aber ich habe sie in verschiedenen Farben gekauft, weil ich das so schön gefunden habe. Und in verschiedenen Grössen. Und zwar, es geht um die Bodies da, I Love Mommy. Einmal in Gel. Dann einmal in Blau. Es ist übrigens bei der Mädchenabteilung, das Blaue. Es war nicht bei den Buben gewesen. Und in Weiß habe ich es auch gekauft, ein bisschen kleiner. Und ich habe gedacht, die haben auch 15,90 gekostet gehabt. Und dann zu guter Letzt habe ich noch so Höschen gekauft. Jeans-Höschen. Da hat es noch so Herzchen dran. Ich habe die so süß gefunden, das so ein Logo von Tom Taylor. Und dann mit diesen Säckchen. Ich denke, die sind so herzig. Aber eben, die sind nicht die kleinste Größe. Da habe ich auch 62 genommen. So kleine Sachen wollte ich jetzt einfach nicht nehmen, weil man weiß ja gar nie, wie gross es ist, wenn es auf die Welt kommt. Anscheinend gibt es also schon Babys, die... Ist es noch auf, ne? Ja. Ich habe gesehen, also gehört, dass, also gesehen, nee, gehört, dass gewisse Babys schon bei der Geburt schon 56 oder 62 haben. Darum habe ich nichts irgendwie mega Kleines genommen. Das Kleinste, was ich jetzt genommen habe, ist gleich mal das eine Oberteil, was 50 ist. Aber es hat mir wirklich gross gedunkt. Ich denke, so riesig wird das Baby auch nicht sein, wenn es auf die Welt kommt. Aber ansonsten habe ich geschaut, dass ich vielleicht ein, zwei Grösser genommen habe, weil schlussendlich kann es irgendwann so oder so anlegen, auch wenn es noch zu gross ist. Und ja, zu viele Kleider, weiß ich nicht, ob das gescheit ist. Einfach mal das Wichtigste, ein paar Bodies, ein paar Höschen, ein paar Söckchen, sind schon mal wichtig. Aber ich denke, wir werden sicher so viele Sachen noch, ein Kleidchen geschenkt bekommen. Ich wollte euch noch etwas anderes zeigen. Ich muss es schnell herausfinden. Schnell. Auf dem Handy. Und zwar... Oh Mann... Hoffentlich bin ich genug schnell, um das zu finden. Wir haben das Wickel, natürlich
Stubenwägel noch gekauft. Aber wir haben es noch nicht montiert. Und zwar, es sieht dann so aus. Der hat nur 140 Franken gekostet bei Baby Joe. Also wirklich mega günstig und vor allem sehr schön. Den haben wir schon gekauft, bevor wir gewusst haben, was für ein Geschlecht es wird, weil weiss passt ja zum Mädchen und Bub. Und ja, das war es eigentlich schon mal. Eben so Sachen können wir noch nicht aufbauen. Für die, die es wissen, wir haben zwei Katzen. Und dann haben die Katzen dann noch schnell das Gefühl, dass das für sie sind, so Sachen. Darum tun wir die eigentlich ein paar Wochen oder einen Monat vielleicht vorher irgendwie aufbauen. Je nachdem, also je kurzfristiger, umso besser, tun wir das Zeug aufbauen. Und dann tun wir einfach dann etwas darüber, dass eben Katzen würden tragen oder wir sind gerade voller Katzenhaare ist. Das ist wiederum der Nachteil, wenn man Katzen hat. Kaum hat man etwas zuhause. Für die, die Katzen haben, die kennen das. Haben Katzen gerade das Gefühl, es hat für sie, egal was man nimmt, ob es neue Schuhe sind oder irgendwas, sie sind gerade der Chef, die sind gerade Boss. Also zumindest so unsere Katzen. Oder irgendwie, wenn wir ein neues Küsschen haben oder egal was. Also sie sind der Chef, sie sind der Chef. Aber ich möchte dann schon schauen, dass die Katzen dann nicht dran angehen. Also im Ganzen, ich will nicht, dass es wirklich alles voller Katzenhaaren ist. Und das Baby dann auch noch alles voller Katzenhaaren. Also es ist nicht gerade so. Wie viel habe ich noch? 12 Minuten habe ich jetzt. Ich bin kein Hex oder so. Ich liebe meine Katzen. Ich liebe wirklich meine Katzen. Die mich kennen, wissen das. Aber ich muss ganz ehrlich nicht haben, dass Katzen das Gefühl haben, es ist für sie und nachher, wenn das Baby kommt und das Baby noch die ganze Zeit da ist, dass sie dann, ich habe das Gefühl, dann wäre es noch mehr eifersüchtig. Wisst ihr, was ich meine? Darum möchte ich nicht, dass Katzen weder in die Wiege reingehen, noch auf dem Wickeltisch, noch weiss Gott wo, zum Beispiel Maxikose oder so, dass sie einfach nicht das Gefühl haben, es sei für sie. Weil ich denke, nachher, wenn das Baby dann die ganze Zeit drin ist, ist der Eifersuchtfaktor höher, wenn vielleicht sonst. Ich weiß ja nicht, wie es nachher sein wird. Ich habe ein paar Sachen gehört mit Katzen und Babys. Es ist zum Teil immer zum Teil gute Sachen und zum Teil auch schlechte Sachen. Gewisse haben auch schon Katzen müssen weggeben, weil sie das Baby immer angegriffen haben. Ich hoffe, es wird bei uns nicht der Fall sein, weil ich liebe die Katzen. Wir haben sie schon seit 5 Jahren und es ist wie wenn man ein Familienmitglied weggeben müsste. Ich glaube, das würde mich noch recht treffen. Es würde mir, glaube ich, noch recht schlecht gehen. Ich hoffe es wirklich von ganzem Herzen, dass es gut kommt. Gibt es von euch darunter auch solche, die Babys haben und auch noch Katzen zu Hause? Wie habt ihr das gemeistert? Wie war es bei euch? Schreibt mir doch, es würde mich sehr wundern. Und wenn ihr sonst mal Videos wollt auf Mundart, gebt mir doch Bescheid, und was für Videos ihr wollt, dann mache ich doch gerne die Videos für euch. Amix weiss ich einfach nicht, was für Videos das ich machen soll auf Mundart, weil die meisten Abonnentinnen sind halt von Österreich und also hauptsächlich die meisten sind schon von Deutschland, aber ich habe noch Abonnentinnen von Österreich und ich denke, den Mundart verstehen halt leider nicht alle. Und wenn ihr wieder ein Video wollt, sagt mir doch einfach direkt, ich würde gerne das und das von dir sehen, am liebsten auf Mundart, und dann kommt dann das Video. Dann ist das für mich selber dann auch einfacher. Weil ich vergesse es zum Teil, dann einfach die Videos auf Mundart machen. So, fertig mit dem ganzen Gelaber, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!